Also hier jetzt auch einen neuen Charakter, den wir heute noch nicht im Stream haben. Ist klar. Da bin ich ja mal gespannt. Es geht direkt los, beide Spam-Moves, keiner trifft. Mario hier die ersten Damage kassiert. Kriegt direkt zweimal den Neutral Air und dreimal den Neutral Air vom Pit ins Gesicht. Da kommt dann auch das Projektil hinterher. Sehr aggressiv unterwegs und wird dafür belohnt. Ja, kein Damage getaked und direkt den ersten Stock von Kenzie gezogen. Hat ihn sehr schön da offstage gehalten und dann direkt rausgehauen. Und macht direkt da weiter, wo er aufgehört hat. Geht komplett aggressiv drauf und es funktioniert bis jetzt auch. Da jetzt fängt jetzt der Mario an, sich zu wehren. Bei 81% zwei Stocks hat er dann auch mal das Gefühl, er müsste jetzt auch wieder mitspielen. Aber sehr viel über Aerials wird hier geregelt. Ja. Wenig auf dem Boden. Projektile fliegen auch links und rechts auf Stage. Aber der Pit schafft es zu recovern anders als der Mario gerade eben. Da wurde er komplett den ersten Stock weggezogen. Aber... Ja, jetzt geht's hier wirklich hin und her. Der Pit gibt sein Bestes. Und das tut weh, das tut weh. Also 320 Leben, drei Stocks gegen Mario. Der scheint bis jetzt hier noch nicht so aufzugehen. Also er hat es geschafft, zwischendurch den Pit echt gut offstage zu halten. Hat jetzt auch seinen Stock gekriegt. Aber der Pit aktuell auf jeden Fall tödlicher, sag ich mal. Auf jeden Fall. Die Neutral Airs werden jetzt auch hier wieder gespammt vom Pit. Das hat vor allem im ersten Stock sehr gut funktioniert. Aber diesmal scheint Candice es zu schaffen, dem etwas besser auszuweichen. Aber jetzt setzt er wieder nach. Kommt der Jab ins Gesicht und dann Down Smash. Projektile werden offstage gespammt. Diesmal hat er es nicht geschafft, den Mario offstage zu halten. Aber er ist auch nicht so aggressiv hinterhergegangen wie am Anfang. Diesmal hat er sich zurückgehalten. Und da hat er ja eigentlich einen Stock-Vorteil. Also er hätte es sich theoretisch leisten können, aber wollte wahrscheinlich das Risiko da an der Stelle einfach nicht gehen. Obwohl es direkt am Anfang so gut funktioniert hat, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber da hat er eben genommen. Das war doch recht deutlich. Geht hier das erste Game an Scorpion. Und dann schauen wir mal, ob es bei den Characters bleibt in der zweiten Runde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Mario noch geändert wird. Der ist ja was jetzt gar nicht aufgegangen. Ja, da wurde er richtig... Okay, er bleibt bei Mario. Es ist Mario gegen Pit again. Wir werden sehen, vielleicht klappt es ja diesmal besser. Ich meine, er hatte seine Momente, aber hat es dann irgendwie nicht durchziehen können. Aber vielleicht findet er jetzt einen Weg. Und direkt wieder wie am Anfang, nur diesmal schafft es Scorpion nicht direkt auf der linken Seite offstage zu halten. Oh, muss jetzt selber aufpassen, weil er offstage ist, aber schafft es wieder auf die Stage zu kommen. Aber auch hier wieder sehr viel Neutral Air vom Pit gegen den Mario. Das scheint, also der hat einfach nicht so die guten Antworten dagegen, habe ich das Gefühl. Ja. Da hätte er die Chance, ihn gut zu punishen, aber hat sie nicht genutzt und hat dann selber direkt ins Gesicht gekriegt. Ja. Da der klassische, beide machen Schild-Moment, ich liebe ihn, wenn sie sich beide angucken mit ihrem Kreis um sich herum. Oh, und der Pit hat hier versucht, den Mario offstage zu halten, hat sich fast vergambelt, aber gerade noch so wieder onstage geschafft. Ja, also es ist, also gerade offstage ist es hier ein sehr krasses Projektil-Gespamme, habe ich das Gefühl. Und onstage, da kommen dann die Aerials, schöne Up-Air vom Pit gegen den Mario. Der ist auch relativ leicht, fliegt dann schnell weg. Und jetzt am Anfang kommt natürlich wieder sehr viel der Neutral Air auf den Mario zu. Mal gucken, ob er sich diesmal besser wehren kann. Ich meine, es ist bräuchte jetzt den recht frühen Kill. Oh, schön, nicht an die Ledge gelassen, hat ihn da einfach weggekickt. Ja, und das sollte ihm nicht so häufig passieren, aber hat es geschafft, er nicht in... Schöner Upsmash, hat ihn einfach abgeschlagen. Mal gucken, ob er jetzt recovern kann, darauf aufbauen kann. Ist natürlich prozentetechnisch im Nachteil mit seinem Mario, 88,8%, das sieht man auch nicht so oft. Aber lässt sich jetzt nicht weiter hinten, schafft es zumindest ein bisschen die Gap zu closen, prozentetechnisch. Aber Scorpion jetzt auch ein bisschen defensiver, habe ich das Gefühl. Er ist nicht so aggressiv wie am Anfang.
Ja, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen in der ersten Runde, gerade den ersten Stock. Ja, da ist er auch schon wieder weg. 48% zwei Stocks gegen ein Stock 0%. Ist machbar, würde ich sagen. Ist jetzt noch nicht verloren, aber sieht schon sehr gut aus für den Pit. Sieht nach einem möglichen 2-0 aus. Ja, also da müsste Kenzie sich schon jetzt ordentlich was einfallen lassen. Ja, Scorpion wieder mit den Aerials. Wie gesagt, sehr viel über Aerial Game, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Pit, was diesen Charakter so ausmacht. Ist seine starken Aerials, ist schwierig, ihn dabei zu hitten. Aber Kenzie hat es geschafft, zumindest stocktechnisch auszugleichen, ist aber natürlich prozentetechnisch sehr stark im Nachteil. Muss jetzt wirklich. Da muss er ordentlich Schaden machen. Höchste Konzentration. Ja. Aber Scorpion kann jetzt nicht so aggressiv spielen. Oh, der tut es trotzdem. Ich wollte gerade sagen, er geht trotzdem. Also beide fast unter der Ledge. Ja. Unter der Stage. Geht natürlich jetzt um alles. Er hat auf jeden Fall jetzt prozenttechnisch etwas aufschließen können. So. Ja, ich liebe ihn. Den Moment, wenn beide voreinander im Schild stehen, das ist wirklich, gibt nichts Schöneres. Wichtiger Hit, großer Hit. Ja. Oh, offstage, da hätte der Mario, glaube ich, ihn durchaus noch besser punishen können, wobei ich ehrlich gesagt auch nicht so der Pit-Experte bin. Der hat ja, glaube ich, so einen leichten Schild auf seinem Side B. Dementsprechend kann ich dir auch nicht verraten. Jetzt muss auf jeden Fall Scorpion versuchen, mit den Aerials ihn zu hitten. Guter Hit, aber leider auf der Fallseite der Stage. Und der Mario schafft es wirklich, den Ausgleich zu holen. Sehr, sehr starkes Comeback. Das ist wirklich, also der hatte, glaube ich, 100% beide ein Stock gegen 0%. Und dann hat er es trotzdem geschafft, das auszugleichen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie gesagt, bärenstarkes Comeback. Und das heißt, wir kriegen auch hier eine dritte Runde spendiert. Und das finden wir natürlich ganz großartig. Und anscheinend hat es sich tatsächlich ausgezahlt, für Kenzie bei Mario zu bleiben. Ja, wir gehen hier auch wieder auf das Small Battlefield. Mal gucken, ob wir weiterhin bei Pit gegen Mario bleiben oder ob wir jetzt einen Charakter-Switch sehen. Aber sieht so aus, Scorpion bleibt bei Pit. Kenzie ist noch unentschlossen. Ja. Also es hat jetzt letzte Runde gut funktioniert, wobei er halt auch echt ein gutes Comeback braucht. Ja, und da ist auch der Mario. Haben wahrscheinlich noch kurz das Skript gelesen, was jetzt passieren soll. Und da geht's auch schon rein in das letzte entscheidende Spiel. Und Scorpion wieder relativ aggressiv, geht hier wieder mit den Sides und den Neutral Aerials rein. Aber Mario diesmal, er kann auf jeden Fall am Anfang deutlich besser gegenhalten als in den ersten beiden drei Games. Schafft es sogar hier prozentetechnisch in Vorteil zu kommen, das ist glaube ich das erste Mal. Da wird er wieder von der Stage gehalten, Projektile Spam auf beiden Seiten. Ich finde auch die Charaktere vom Matchup eigentlich recht ausgeglichen, habe ich das Gefühl. Also wie gesagt, die Charaktere, also Mario und Pit. Ja, die sind beide relativ ähnlich schnell und ähnlich leicht, glaube ich. Ja. Und da ist der erste Stock. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Kenzie im Stock Vorteil ist, oder nicht? Meine ich auch. Also vor allem den ersten hat er jetzt, glaube ich, in diesem Match noch gar nicht geholt. Schafft es auf, also er kommt wesentlich besser rein ins Spiel als davor. Also da muss jetzt Scorpion auf jeden Fall aufpassen, dass das Momentum nicht zu krass auf Kenzies Seite shiftet und er hier einfach von der Stage gerollt wird. Absolut. Also vielleicht hat Kenzie auch einfach dieses erste Game gebraucht, um wach zu werden. Ja, die ersten anderthalb Games, würde ich sagen. Der Anfang war ziemlich eindeutig. Absolut. Es war ja fast ein 3-0. Ja. Aber langsam, also so ein bisschen schafft es Scorpion wieder aufzuholen, aber er hat noch keinen Stock und ist selber bei 80%. Also er muss hier wirklich aufpassen, dass er nicht gleich zwei Stocks im Nachteil ist. Jetzt auch wieder offstage. Schafft das noch zu recovern? Ja. Stage ist ja immer so ein bisschen gebogen, dass wenn man unten gegenfliegt, dann schafft man es doch irgendwie immer an die Ledge. Und da wird er gespiked, der gute Kenzie. Also Scorpion mit zumindest im Ausgleich stocktechnisch ist natürlich aber prozentetechnisch weit zurückgeblieben. Noch. Mal gucken. Wieder sehr aggressives Aerial getradet und da hat er, das war ja kaum Prozente-Schaden. Ja, ja.
da hat er ihn wirklich sehr schön offstage gehalten. Ja. Ist jetzt tatsächlich im Stock-Vorteil. Also das Momentum scheint tatsächlich wieder auf Scorpions Seite geschiftet zu sein. Mal gucken, was Kenzie jetzt damit macht. Natürlich Pit kurz davor, ein weiteres Mal rauszufliegen. Also er braucht nicht viel, er braucht nur einen guten Hit. Dann ist es stocktechnisch und prozentetechnisch fast wieder ausgeglichen. Aber ja, den Hit braucht er halt auch. Ja. Da hat er wieder versucht, ihn von der Stage zu kicken, von der Ledge zu kicken. Hat es aber leider nicht geschafft. Guter Hit, aber leider in der Mitte der Stage kein Kill. Mal gucken, ob er es jetzt schafft. Ja. Der Pit gerade sehr im Nachteil, aber Rage war natürlich sehr hart gestackt. Also wenn er jetzt den Mario trifft, dann hittet es natürlich umso mehr rein. Also Kenzie muss hier früh den Kill holen und da ist er auch. Ja. Hat er ihn schön weggekickt. Wir kriegen hier ein spannendes Finale dieses Matches. Recht ausgeglichen. Ja, 37% Unterschied, das ist quasi gar nicht. Jetzt sogar nur noch 20. Also beide sind nervös jetzt am Knöpfe drücken, würde ich sagen. Keiner möchte hier natürlich jetzt den Sieg abgeben. Sehr, sehr spannendes Spiel. Also das Skript ist da wirklich ausgezeichnet geschrieben worden. Gut, dass Sie sich das nochmal vorher durchgelesen haben. Bestimmt doch nicht verraten. Ah, sorry, sorry. Schöne Kombos hier von Kenzie, aber wird direkt wieder gegen geaerialt. Guter Grab und da kommt das Aerial und das Projektil hinterher. Und das nächste Aerial. Das ist fast gewesen. Ja, er schafft es, ihn schön im Default zu halten, schafft es weiterhin offstage zu halten, dann könnte das hier das Game gewesen sein. Ja das war's. Alles klar. Scorpion, also nach dem Anfang, ich hätte gedacht, Kenzie, der rollt den jetzt einfach sowas von zusammen. Es lag ein Hauch von